ein Dorf im westlichen Allgäu. Niederwangen, ein Ortsteil der großen Kreisstadt Wangen im Allgäu. Erstmals 856 in einer Urkunde des Klosters St. Gallen erwähnt. In diesem kleinen Ort bahnt sich ein großes Ereignis an. Die Musikkapelle Niederwangen feiert vom 4. bis 7. Juli 2002 ihr 175-jähriges Bestehen. Mit einbezogen in das Fest ist das 26. Kreisverbandsmusikfest des Blasmusikverbandes Ravensburg, Bezirk Allgäu. Eine Musikkapelle lässt sich feiern. Sie hat auch allen Grund dazu, denn auf 175 Jahre Geschichte zurückblicken ist nicht jedem Verein vergönnt. Zurück in jene Zeit, in der man aus Liebe zur Musik, zur Ehre Gottes und der Freude der Mitmenschen die Musikkapelle Niederwangen gründete. Im Konvent von 1831 werden die Kirchenmusikanten erstmals erwähnt und mit Lob bedacht. 1852 werden zum Preis von 138 Gulden 5 Blasinstrumente angeschafft, welche die Gemeindekasse bezahlte. Im Jahr 1866 fand eine Fahnenweihe statt, dessen Fahne heute noch vorhanden ist. Der Erste Weltkrieg verschonte auch die Musikkapelle von Niederwangen nicht. Von 1914 bis 1920 wurden keine Konzerte gegeben. Wertungsspiele in verschiedenen Orten gab es in den darauffolgenden Jahren. 1928 wurden die ersten Uniformen für die Musikkapelle fertiggestellt. Nach den Wirrungen und Entbehrungen der Kriegs- und Nachkriegszeit wurde die Feier zum 120-jährigen Bestehen der Musikkapelle Niederwangen erst im Jahr 1952 gefeiert. Die Chronik könnte man bis zum heutigen Tag fortsetzen und käme zu der Überzeugung, dass die Musikkapelle Niederwangen auch in Zukunft den richtigen Ton finden wird.
Lucullus ladet ein zum Schlemmen und Genießen. Ein herzliches Dankeschön an die Landfrauengruppe aus Niederwangen. Zum Aufbau des Festzeltes werden rüstige Männer gebraucht. Lust und Liebe zu einem Ding macht mit einer zünftigen Brotzeit die Arbeit gering. Ein Zelt ohne Dach wäre die halbe Miete nicht wert. Es wird gezogen, dass die Schwarte kracht. Das Zelt steht in der Hoffnung, dass niemand dabei zu Schaden gekommen ist. Es wird ernst. Bieranstich im Festzelt. Ich wünsche Ihnen und allen Musikanten aus nah und fern, die jetzt am Wochenende hierher kommen, ein wunderschönes Reisbandsmusikfest. Ich hoffe, das schöne Wetter wird uns auch hold sein. Und dafür gibt es drei, die das garantieren. Ich bin's nicht. Einmal hat es der Landrat versprochen. Er hat gesagt, er bringt am Sonntag schönes Wetter mit. Warten wir ihn dran festhalten. Dann der Chef von der Brauerei Mekatz hat auch gesagt, er bürgt für schönes Wetter. Und der Kollege aus Irksleben hat es vorhin auch noch bestellt. Also da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Es muss schönes Wetter geben. Das wünsche ich Ihnen und für die drei Tage einen schönen und einen tollen Verlauf. Also und jetzt probiere ich mein Glück. Wie Sie sehen, ich bin Linkshänder. Wieder muss ich etwas von mir preisgeben. Im Beisein von Heribert Meyer
dem ersten Vorsitzenden der Musikkapelle in Niederwangen, schlägt Michael Lang, Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Wangen im Allgäu, linkshändig den Zapfen ins Fass. Mein erster Fassanstieg. Ich sage mir schon im Klaren, je schlechter ich mich anstelle, umso besser komme ich an. Das merkt man. Sau raus. Am Donnerstag, 4. Juli, zum Auftakt mit Stefan Lehmanns Schaumparty. Bekannt als Moderator von Antenne Bayern. Auf den Stefan Lehmann! Roland, da kann ich auch übergehen, Mensch. Ladies and Gentlemen, von der Musikkapelle Niederwangen, die überhängt, das ist Roland. Da warte, was ist das? Wahnsinn, du kommst ja an, heute Szene ist die Zelt schon brechend voll, du stehst hinten in der Bar, sind noch 6000 Leute und hier vorher schon die schwere Volksabteilung. Ja? Roland, hast du so viele Leute gerechnet gleich am ersten Abend? Wenn dann viel mehr Menschen auf die Stande vor dem Zelt, die kommen jetzt noch. Gut, dass er seine Brechende mitgebracht hat. Und auch nicht heute Abend, der Tobi! Erich Jakob, meine Damen und Herren, hat schon mehrere Titel. Du hast es ja schon mal versucht mit diesen Städten. Ich glaube, wie viele kleine Steppschritte pro Sekunde kriegst du denn so normalerweise hin? Ja, also ich habe im Restaurant 5-Steppszene 30 Mark, das war der Europa-Rekord. Dann habe ich 2001 habe ich im Restaurant in Pinkfest 2000 Steppschritte in 2 Minuten 7 Sekunden gemacht, das Weltrekord. Auf die Plätze, fertig, los! Erich Jakob, der Mann mit den schönen Beinen, will partout seinen eigenen Rekord im Langzeitsteppen brechen. Es war wohl eine Fehlanzeige. Und was sagt der Computer? Die Schleusen öffnen sich zur großen Schaumparty. Thank you.
Logo. Über die Festtage hinweg bleibt die heimische Küche kalt. Das Angebot ist vielversprechend. Schon probiert? Dazu eine frische Blondine aus der Brauerei Meckerts und die Richtung stimmt. In Niederwangen geht die Post ab. Am Freitagabend im Festzelt mit den Störzelbachern. Mit im Team sind die Geschwister Hofmann. Dieselben gewannen 1993 den zweiten Platz beim Grand Prix der Volksmusik. Seitdem sind sie nicht mehr aus dem Metier wegzudenken. Und ihre Gage? Über Geld spricht man nicht, man hat es.
Pizza am Aufhören, oder wie? Am Samstag, 6. Juli, ist Familientag. Über die Bühne gezogen werden bunte Rasenspiele. Den Instrumentenbauern Franz Straub und Günter Hohl über die Schulter geschaut. Eisenbahnromantik total. Freunde der Modelleisenbahn. Bühne frei für den Tanz der Kleinen. Ankündigung zu den Wertungsspielen vom Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Josef Mütz. Im Rahmen dieses Geburtstages, 175 Jahre, ist gewahrlich ein hohes Alter, und es ist aber lobenswert, Fakt, für eine Musikkapelle über so viele Jahre, Jahrzehnte
über ein Jahrhundert, ein Dreivierteljahrhundert durchgehalten hat, dass wir dann ein Kreisverbandsmusikfest mitfeiern dürfen. Da sind wir sehr dankbar. Und im Rahmen dieses Kreisverbandsmusikfestes, unseres 26. ist sicherlich der musikalische Höhepunkt, sind die Wertungsspiele. Samstagabend geht man zu der Rudelpartie ins Festzelt. Aufwendige Shows begeistert das Publikum.
In dieser Nacht geht das Licht in der Bar nicht aus. Was soll's? Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Sonntag, 7. Juli 2002, am Tag des Herrn. Grußwort und Festgottesdienst zelebriert Dekan Wahl. In Niederwangen statt. Und alle, die sich aus diesem Grund heute hier versammelt haben, gekommen sind nach Niederwangen, möchte ich ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen. Ganz voran den Präsidenten dieses Verbandes, Herr Lütz, da steht vorne, groß, nicht zu übersehen. Dann haben wir einen hohen Gast aus der Bundeshauptstadt, aus Berlin, der Staatssekretär, nein, Staatsminister heißt es, wenn Sie sind, Herr Staatsminister Köberle, gibt uns heute die Ehre. Seien Sie alle herzlich willkommen zu diesem Anlass. Aber das wiederum, dass dieses Kreisverbandsmusikfest in Niederwangen stattfindet, hat wieder einen Grund, einen Anlass. Denn die Musikkapelle Niederwangen feiert ein Jubiläum. Ihren 175-jährigen Geburtstag. Musikalisch unterlegt von der Musikkapelle am Zell. Mächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Wir bitten für alle Menschen, die krank oder behindert sind und Hilfe brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Musizierenden, dass sie Erfüllung und Freude in der Musik finden. Möchte ich die Musikkapelle Niederwangen ganz herzlich beglückwünschen zu ihrem 175-jährigen Jubiläum und einen guten Verlauf dieses Tages allen wünschen, vor allem gutes, sonniges Wetter. Das wird gut bis heute Mittag, ganz bestimmt. Und helfe uns Tag für Tag das neue Leben sichtbar machen, das wir von dir empfangen haben. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nach dem Gottesdienst zum Weißwurstessen mit den Schwindlingen ins Festzelt. Marschmusik als Wertungsspiel. Einmalig und klangvoll die Darbietung des Gesamtchors unter der Leitung vom Kreisverbandsdirigenten Hans Herle. Gewaltig wie je und je Josef Mütz, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbandes. Das wird Rede sicherlich gleich sagen, warum. Weil sich die Sonne in seinem Gesicht widerspiegelt und ich darf unseren Landrat, Herrn Kurt Wiedmeier, herzlich begrüßen in unserer Mitte. Darf ihn auch um ein Grußwort bitten und darf ihm danken an dieser Stelle, das tue ich jetzt vor so vielen Musikerinnen und Musikern, dass der Landkreis Ravensburg immer ein Kreis war und unter seiner Führung geblieben ist, der uns Blasmusiker bestmöglichst unterstützt. Und ich habe am letzten Samstag, das heißt gestern vor 8 Tagen, ihm wieder einmal gesagt, dass er das Hoheitsgebiet der Blasmusiker
als sein eigen nennen darf. Und in der Geschichte war es ja so, derjenige, der das größte Reich gehabt hat, das war der Kaiser. Und darum habe ich ihn zum Kaiser der Blasmusiker ernannt, vom Kreismusik Ravensburg. Und das hat er natürlich gern gehört und das wird sich auch in klingender Münze auszahlen. Schirmherr des Festes, Landrat Kurt Wiedmeier. Die Musikkapelle Niederwangen, sie feiert ihr 175. Jubiläum und viele hundert Musikantinnen und Musikanten sind heute hierher nach Niederwangen gekommen, um dieser Jubiläumskapelle die Ehre zu geben. Und sie sind auch gekommen, um heute einfach mal wieder gemeinsam das große Kreisverbands Musikfest zu feiern. Jetzt können Sie sich vielleicht so ein bisschen kaufen. Ja. Auf jeden Fall, meine lieben Musikfreunde, jetzt wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Kreisverbands Musikfest und wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön dem Landrat, unserem Kaiser der Blasmusik und die Spende natürlich ganz toll, dieses Blüschen und damit ist er natürlich auch der Busenfreund der Niederwanger Musikerinnen geworden. Festpräsident, Oberbürgermeister der Stadt Wangen, Michael Lang. Willkommen heißen. Es ist ein fantastisches Bild, das wir von hier oben haben. So viele Musiker an einer, auf einem Haufen zu sehen, ist ein Genuss, den man nicht alle Tage erlebt. Ich erlebe ihn zum ersten Mal in meinem Leben und ich werde dieses Ereignis heute sicher nie vergessen. Vereinsvorstand Herbert Mayer. Und mit uns unser 175-jähriges Jubiläum und das 26. Kreisverbandsmusikfest zu feiern. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen. Für mich ist das eine neue Perspektive, so viele Musikanten von hier oben zu sehen, ein imposanter Anblick. Eins und! Eine gute Zukunft. Vielen Dank. Und nun bitte ich Sie, dass Sie auf der Aufstellung. Die letzten Vorbereitungen zum Höhepunkt des Tages. Yeah.
Nach 13.45 Uhr setzt sich der Festumzug in Bewegung. Vorneweg eine Blutreitergruppe aus Wangen, Dolchoried und Niederwangen. Was danach folgt, hat Niederwangen noch nie erlebt. Über 70 Musikkapellen lassen ihre Instrumente erklingen. Gruppen verschiedener Art und herrlich geschmückte Festwaren reihen sich ein. Die Begeisterung findet kein Ende. Einfach dabei sein und hinschauen. Große Vorsitzende, Paradies über der Argen, großartig, wie sie das gemacht hat. Das muss man wirklich sagen, das ist paradiesisch mit diesen Instrumenten und eben dann mit den herrlichen Blumen. Der Festführer und eine Vorsitzende, Irene Gauss-Sturm, auch euch aus Grimmisweiler, herzlichen Dank für eure Teilnahme. Wir hören schon die Töne der Musikkapelle Concordia, Michel Minaden, Concordia, der mit einem herrlichen Bart hat, was einfach zu einer herrlichen Tracht gehört. Der tut ein wenig Bocken da hin. Aber Leute sind Junge, über den werden sie meistern. Ja, ja. Es sind die Kleinen, wo alle mal meinen, sie müssen groß sein. Da sind wir große, halt viel bescheidener. Und zwar die Bürger, die in der Zukunft, die Bürger,
Schüler wie in der Grundschule. Und da kann man sagen, auch in Grenadiere sind Robler, Mädler und Buben. Weil die Alte muss das noch geändert werden, dann dürfen die aber Männer mitgehen. Aber wir bringen es auch noch so weit. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind und diese Sache abschließen mit Waldburg. Ich gehe zu Waldburg. Am Zell mit Ihrem Dirigenten Uwe Eichele, dem Vorsitzenden Bruno Stell und dem Festführer Roland Herget. Herzlichen Dank, heute Morgen am Wertungsspiel bereits schon 3:46 auf der Bühne gesessen und Sie der Stuttgart haben zugesagt, hat einen Festwagen gemacht. Hier sind die Chief der Schneemann. Vielen Dank für die Schneeballe und auch vielen Dank fürs neue Flutlicht. Das wird wohl dem Oberbürgermeister gelten, damit er es nicht übersieht. Ich nehme an, dass da irgendwo mal ein Antrag kommt. Die Fahnenabordnungen der Niederwanger Vereine. Es ist die Feuerwehr, es ist der Schützenverein, es ist die Fahne der Thank you.
größte Musikverein aus Sigmarszell von unserem Nachbarkreis Lindau mit ihrem Vorstand Sepp Heim. Ein weiterer Gruß im Festwagen in der Fußgruppe. Kapelle aus Eisenharz mit ihrem Vorstand Rudolf Weber, ihrem Dirigenten Karl Weber, Festführer des Panzer Leonhardt. Thank you.
4, 5, 6, 7, Fahneneinzug im Festsaal. Schön und kostbar die Fahnen der einzelnen Abordnungen. Thank you.
Die Stimmung steigt, sie kommt auf den Höhepunkt mit der Kapelle aus Rockenzell. Das Zelt ist voll besetzt mit Besuchern aus nah und fern. Irgendwo verschollen in der Masse Mensch ist eine Abordnung aus Irksleben, einem kleinen Dorf bei Magdeburg. Es lag wohl im Abkommen mit Petrus, dass die Himmelsschleusen während der Festtage geschlossen blieben. Stimmung pur im Obstgarten unter blauem Himmel und gesunder Allgäuluft. Am Sonntagabend zum Abschluss noch einmal zu den Schwindelingen 16 ins Festzelt. Thank you.
Die Festtage in Niederwangen zum 175-jährigen Bestehen der Musikkapelle in Niederwangen gehören der Vergangenheit an. Es waren Tage musikalischer Erfolge. Lust und Heiterkeit bestimmten das Geschehen. Und die Heiligen auf dem Kalvariberg? Wie haben sie die turbulenten Tage und Nächte empfunden? Nehmen wir an, sie haben alles mit einem lachenden und weinenden Auge akzeptiert.